Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Und wir sind hier nicht in unserer üblichen Welt, denn das hier ist meine Testwelt für verschiedene Builds. Und da hinten könnt ihr auch schon das Projekt sehen von letzter Folge. Aber heute kümmern wir uns um den Vulkan oder zumindest wollen wir herausfinden, wie bekommen wir die Aschewolke hin. Und das machen wir mit Glas. Und zwar gibt es da einen hübschen Trick, wenn wir nämlich Glas hintereinander aufreihen, aber dazwischen immer einen Luftspalt lassen, dann bekommen wir so einen nebulösen Effekt. Und ich denke, nach ungefähr 7 Layern sieht man das Ganze da hinten gar nicht mehr. Natürlich bei den helleren Tönen, hellgrau, ist nicht so dramatisch. Und das, was wir hier herausfinden müssen, ist, wie soll die Form aussehen? Wie viele Layer brauchen wir? Etc. Und ich denke, von den Glasfarben gehen wir von schwarz bis weiß. Weiß so eher auf der äußeren Seite und schwarz mehr im Zentrum. Ich habe hier mal den oberen Teil von unserem Vulkan reinplatziert. Dieser Block ist auf Y170, das heißt bis nach oben haben wir etwa 150, 149 Blöcke Platz für unsere Wolke. Das sollte mehr als genügen. Und zur Orientierung, hier auf dieser Seite bzw. da drüben, da steht unsere Maxentius Basilica. Und das heißt, hier in dieser Richtung ist unsere Base. Und da drüben, da ist eigentlich offenes Wasser und ich habe mir gedacht, die Aschewolke soll etwas in die Richtung ziehen, denn darunter haben wir ja dann im Prinzip einen Schutz vor Regen und wahrscheinlich mit so viel Glas wird es auch ziemlich dunkel darunter. Drum möchte ich da eigentlich nichts von unserer Base direkt darunter haben. Und ich denke, wenn wir von unserer Basis da hochschauen und eine Wolke sehen, das könnte ziemlich toll ausschauen. Nun, ich denke, den Großteil der heutigen Folge verbringen wir hier im kreativen Modus, weil hier haben wir die Möglichkeit mit World Edit den ganzen Prozess etwas zu beschleunigen. Und ich denke, der erste Punkt ist effektiv mal herauszufinden, welche Form hat denn unsere Aschewolke? Ich habe hier mal mit farbiger Wolle das Layout etwas markiert. Wir sind hier in etwa 120 Blöcke über dem Vulkan da unten. Und ich denke, das sollte hoch genug sein. Wenn wir sehen, wir sind zu hoch, können wir das Ganze immer noch nach unten schieben. Aber umgekehrt ist es wahrscheinlich etwas komplizierter. Dann in dieser Richtung, denn unsere Wolke
zieht darüber. Das sind etwa 60 Blöcke in jede Richtung. Und hier haben wir nochmals 20 für das schmale Ende der Wolke. Ich denke, ich platziere mal hier einen Block darunter und dann markiere ich hier das Ganze mal so. Und dann füllen wir das Ganze mit Stein. Dafür müssen wir den Radius angeben. Machen wir das anders. Replace die Luft mit Stein. Genau. Das heißt, wir haben hier noch einen Block so. Und da auf der anderen Seite auch noch einen. Und diese Steinplattform können wir jetzt quasi als unser Zeichenblatt verwenden, denn hier können wir in etwa so und vielleicht müssen wir hier etwas nach außen gehen, so dass wir die Kontur von unserer Wolke hier zumindest auf der obersten Ebene in etwa so abzeichnen. Vielleicht hier. Und dann gehen wir da hinten etwas weiter raus. Und vielleicht hätte ich hier etwas andersfarbige Blöcke wählen sollen. Und ich denke, der oberste Bereich, vielleicht müssen wir hier etwas weiter raus. Vielleicht der oberste Bereich, denke ich, ist ziemlich flach, denn oft sehen wir bei Wolken, vielleicht nicht unbedingt bei Aschewolken, dass die aufsteigen und oben kommen sie dann irgendwo an eine Luftschicht, wo sie nicht weiter aufsteigen. Das heißt, von oben gesehen sind sie ziemlich flach, während sie von unten doch eine ziemliche Struktur haben. Nun, ich muss das mal ausprobieren, wie das funktioniert. Ich kenne noch nicht alle Befehle, die wir hier drin haben. Und was wir hier wahrscheinlich brauchen, ist ein Poly. Wir beginnen mit diesem Block und dann gehen wir da durch. Durch all unsere Wollblöcke. Und
Den nehmen wir mit. Den hier. Den da. Den. 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 Den und das ist der letzte. Gut, und dann hier nehmen wir vielleicht ich möchte kein Glas nehmen. Nehmen wir Granite. Yep. Das sieht nicht so schlecht aus. Vielleicht hier auf der Seite brauchen wir ein bisschen mehr. Und das können wir dann gut von Hand ausbessern. Und das Ganze, auch hier die Wollblöcke. Ersetzen wir hier mal manuell. Und sobald wir mit dieser Form zufrieden sind, können wir wieder eine rechteckige Form nehmen, hier auf dieser Ebene, und dann quasi all den Granit mit dem entsprechenden Glas ersetzen. Ja. Und weil das eine Polygonform ist, sind hier manchmal die Konturen etwas kantig, so dass man hier das Ganze von Hand etwas verfeinern muss oder kann. Jetzt, wo ich mit der Form von diesem obersten Layer zufrieden bin, machen wir uns an den nächsten. Und weil wir das ja quasi alternierend machen, immer mit einer Schicht Luft dazwischen, heißt das zwei Blöcke weiter unten. Und hier ist die Entscheidung, ist die nächste Ebene nach unten größer oder kleiner? Und ich denke, vielleicht die ersten drei Layer von oben werden größer und dann werden sie wieder kleiner. Das Einfachste ist, denke ich mal, wir machen hier eine Selektion Kuboid, dann diese Ecke und die gegenüberliegende und machen aus dem Stein Glas. Replace Stone Glass. Sehr schön. Und dann können wir im Wesentlichen hier unten eine etwas größere Form machen.
die wir dann auch wieder mit irgendeinem mit irgendetwas füllen. Und das Ganze dann nochmals nach unten. Und dann haben wir unsere drei größten Layer. Und dann können wir uns überlegen, wie wir, wenn wir drei Layer haben, können wir schon mal mit dem obersten anfangen und den durch Glas ersetzen. Und wenn wir dann so weit sind, dann schauen wir da nochmal weiter. Die verschiedenen Ebenen in verschiedenen Gesteinsfarben zu machen, hilft sicherlich, um das Ganze visuell besser anschaubar zu machen. Und ihr könnt sehen, hier oben habe ich die Glasebenen entfernt und wir sind nun hier unten mit einem Glaslayer und von hier an wird die Wolke trichterförmig zusammengehen, bis wir hier oben über dem Vulkan irgendwo in etwa kreisförmig sind. Und das ist im Wesentlichen der gleiche Prozess, einfach umgekehrt wie hier oben, sodass wir ein Polygon ausmarkieren und dann das mit Gestein füllen. Und sobald wir das haben, können wir rangehen und die verschiedenen Steinebenen mit Glas ersetzen. Und das dürfte dann interessant werden, denn wir haben ja verschiedenfarbenes Glas, das wir rein platzieren möchten. Es macht wahrscheinlich nicht allzu viel Sinn, wenn wir einen bunten Mix haben, sondern es muss irgendwo doch Sinn machen. Gut, ich werde dann hier noch weitere Ebenen nach unten platzieren. Ich denke, mindestens 10 werden es werden, vielleicht 20. Das gibt uns dann eine Höhendifferenz von 20 bis 40 Blöcken und dann sind wir immer noch ein ganzes Stück oberhalb von unserem Vulkan, sodass wir das Ganze etwas nach unten absenken können. Aber uns fehlt da immer noch das Bindeglied dazwischen und da denke ich, zwischen der effektiven Aschewolke und dem Krater möchte ich etwas mehr Action drin haben. Drum vielleicht so 15 Blöcke oberhalb des Kraters. Da soll dann unsere Wolke, die wir gerade am Zusammenbasteln sind, beginnen. Nun, wenn das keine vielfarbige Aschewolke ist, dann weiß ich nicht was. Nun werden wir die verschiedenen Layer mit schwarzem Glas ersetzen. Und ich denke, wenn ich das Ganze dann in meiner Welt baue, werde ich da die äußeren Ränder mit etwas leichter Farbe ersetzen, aber hier funktioniert das so recht gut. Der einzige Nachteil, den ich hier sehe, ist, wenn wir quasi von der Seite in die Wolke reinblicken, dann können wir auf verschiedenen Ebenen ganz einfach durchsehen und auch wenn wir einen leicht schrägen Winkel haben, dann schauen wir nicht durch allzu viele Glasebenen und können auch so durchsehen.
Ein Weg rundrum wäre, dass wir quasi nicht strikt solche Ebenen haben, sondern die Ebenen leicht versetzt, so dass wir auch in diese Richtung und in diese Richtung quasi diesen Effekt haben. Aber ich denke, meistens werden wir das Ganze ja von unten betrachten. Und da fällt es nicht wirklich so auf. Und da wir hier von unten ja über 20 Ebenen bis hoch haben, ist das mehr als genug, um das richtig undurchsichtig zu machen. Und wir können ja auch hier in der Mitte dann noch ein paar Ebenen dazwischen einziehen. Wenn wir einfach sowas haben, dann haben wir weniger Nebeleffekt, wie wenn wir das so machen und eine Luftebene dazwischen haben. Gut, ich denke, ich mach mich dran, die Ebenen hier zu ersetzen. Und dann können wir ganz am Schluss noch eine Frage rund ums Glas klären. Alle Ebenen sind nun mit Glas ersetzt und wie ihr sehen könnt, in der Mitte ziemlich dunkel, gegen den Rand etwas durchsichtig. Hier aber nun die Frage: Sieht die linke Seite besser aus oder die rechte Seite? Rechts, das ist mit einem Resource Pack von Vanilla Tweaks für randloses Glas und ich denke, in diesem Zusammenhang könnte das ziemlich gut funktionieren. Allerdings, wenn wir uns das anschauen, haben wir hier effektiv keine Ränder. Was heißt, wenn wir das Glas nicht unbedingt mit Blöcken umgeben, sieht das etwas komisch aus in einem Bild. Aber hier für unseren Effekt könnte das funktionieren. Und was wir auch machen können, ist hier dazwischen, wo wir Luft haben, können wir andersfarbiges Glas reinpacken und das hat dann einen ähnlichen Effekt, wie wenn wir Luft drin haben. Könnt das sehen, das nimmt auch etwas von der Tiefe weg und dadurch könnten wir dann eben auch einen Effekt erzielen, wo wir auf der horizontalen Ebene eben auch noch etwas Schatten oder Nebeleffekt reinbringen. Nun gut, ich denke, hierfür brauche ich einiges an Glasblöcken, die ich zuerst mir mal aneignen muss und dann wahrscheinlich auch einiges an schwarzer Farbe, um das Ganze einzufärben. Aber das war's für heute hier in der kreativen Welt. Und vielleicht gehen wir die Aschewolke schon nächstes Mal an. Oder wir machen was anderes, wenn ich noch nicht dazu gekommen bin, dass das ganze Glas und die schwarze Farbe zu organisieren. Aber das werdet ihr
gleich sehen in der nächsten Folge. Also bis dann und tschüss!